Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, hier ist der Daniel und ich bin der Saint-Jean und ich weiß gar nicht, warum ich das so bescheuert sage. Heute am 26. Februar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das hat der Daniel auf der Pfanne. Ja, und zwar 1975 geboren am 26. Februar, Frank Busemann. Sagt er was? Ah, Zehnkämpfer. Richtig. Genau. Leichtathlet bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 den zweiten, also die Silbermedaille. Und 1996 dann auch Sportler des Jahres in Deutschland geworden. Ja. War ja auch ein guter. War auch ein sympathischer, muss ich sagen. Ist in Recklinghausen geboren und ja. Ja, ich habe den ein paar Mal im Fernsehen gesehen, in Interviews und sowas. Auch ein schlauer und sympathischer Typ. Frankie, wenn du uns zuguckst, happy birthday. Am 26. Februar 1952, also ein ganzes Stück vorher, gibt der britische Premierminister Winston Churchill bekannt, dass Großbritannien eine eigene Atombombe entwickelt hat. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung haben wir überlegt, ist denn Großbritannien eigentlich eine Atombombe? Kann es denn sein? Und wir haben das recherchiert nochmal. Und tatsächlich, USA hat 1950 aktive Sprengköpfe angeblich, Russland 1740, Großbritannien 140. Und Frankreich 290. Die Volksrepublik China soll einige hundert haben. Also das war uns gar nicht so klar, ne? So lange keine Ruhe, bis die Erde kaputt ist. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht das so. Ja. Am 26. Februar hast du aber auch noch was auf der Pfanne? Ja, ein Fakt des Tages. Fakt des Tages. Hast du das gewusst? Botanisch gesehen ist die Tomate kein Gemüse, sondern eine Frucht. Obst. Obst? Mhm. Die Tomate? Ja. Also, wenn ich die Tomate in den Obstsalat rein tue, dann kommt es eigentlich nichts Verkehrtes, aber trotzdem schmeckt es komisch. Es gibt aber, ich habe selbst ein Gewächshaus und ich hatte Tomaten angebaut, das waren russische Tomaten, die waren richtig penetrant süß. Ja? Also eigentlich ungewöhnlich für eine Tomate, die würden da reinpassen. Doch, die würden süße reinpassen. Tomaten? Ja, ja. Googelt doch mal russische Reisetomate. Das ist so bekloppt, das Ding. Sieht aus wie eine zu groß geratene Brombeere, weil lauter kleine, runde Kugeln aneinander gefügt sind. Ach so, okay. Und deshalb Reisetomate, weil du die halt Stück für Stück abbrechen und essen kannst, ohne die ganze Tomate anschneiden zu müssen. Ach so, ja klar. Wegen diesen Stückchen da. Weltklasse. Russische Reisetomate. Und schmeckt sehr süß. Ja, also ist eine Frucht. Was wir hier bei Schoki Banoki alles lernen. Wieder ein bisschen abgeschweift. Hatten wir gar nicht geplant. Ne? Die russische Reisetomate heute hier bei Schoki Banoki und dass England eine Atommacht ist. Mhm. Ja. Und was haben wir? Busemann hat Geburtstag. Frank Busemann, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie.